Fahre bereits leer bis Blaureuth und dann Nightliner nach Römerberg. 62 oder 61N? So, dann begrüße ich natürlich auch mal die Zuschauer auf meinem Livestream. Aber die 3964. Der Funke ist natürlich jetzt im Moment ziemlich belegt. Aber man sieht ja jetzt schon, ich bin jetzt da. Erstmal vielen Dank an die Leute, die mitgekommen sind und mitgemacht haben. Also der Locodus ist raus. Und das wäre einmal der Mr. LP9, der James. James Chakoti, die Zentrale natürlich, dann, dann zum Gletscherhof. Und der Andi ist natürlich auch noch dabei, Freddy Kraftprotz ist dabei, ja, LVB-Fan ist dabei, Manuel ist dabei, Nils ist dabei und der Sascha Zelle ist dabei. Natürlich ja, auch der Sebastian und der Hardy, den kennt ihr ja auch schon. Vom Betriebshof. Ich lese die Kommentare jetzt alle schon mit und los geht's jetzt. Die sehen was anders, oder? Ich bin die 60N. Die 60N. Ist das. Verstanden. Wagen 247 hier, fahr gerade los vom Betriebshof Richtung Westbahnhof. Die fahren als Linie weiter, 62 oder 61N? 61N. 61N. Verstanden, 247. Wagen 4001 an Zentrale, bitte kommen. Hört. Ich fahre jetzt vom Betriebshof los Richtung Busbahnhof ZOB und melde mich dort, wenn ich wieder da bin. Die fahren nachher welche Linie? Die 600... Boah, sie fragen mich da immer wieder Klamotten hier, das 963. 60N ist das. 60N, danke. Verstanden. 530 an Zentrale. Hört. Ich fahre gerade vom Betriebshof aus nach ZOB und werde dann mit Linie 61N fahren. Verstanden, nein. Verstanden, 5.30. 61.18 für Zentrale, bitte. Ja. Das heißt nicht ja, das heißt hört. Hört. Wo sind Sie gerade? Mitten in Römerberger Stadtmitte. Die fahren welche Linie? Nachher oder jetzt? 60N in 8 Minuten von Grafeneck. Verstanden. Was macht meine Katze hier? Ein Omsi läuft ungewöhnlich flüssig. Okay, weil die Zentrale hat vergessen, die zweite Bürotür zu schließen. Ja, ich weiß, dass es leckt, da kann ich jetzt leider nichts zu. Wo ist der? Die sind soweit versorgt mit Omsi Römerberg V3 installieren? Noch in meinem Internetbrowser unterwegs. Das braucht gerade ziemlich viele Frames alles. Ich werde das gleich mal ein bisschen fixen. 25 für Zentrale, bitte. Jetzt sind 25 gehört. Die sind auch schon ausgerückt auf die 61N. Ich fahre gerade vom Betriebshof los. Sehr schön, verstanden. 8305 für Zentrale. Nee. Ich höre dich. Das weiß ich. Sie sind wo unterwegs gerade? Sind keine 2 FPS, aber trotzdem danke für den Hinweis. Verspätung los. Wohin? Nach Blaureuth. Als? 60N. Verstanden. Dann funktioniert es schon mal. 1101 an Leitstelle, bitte. Zentrale hört. Ich bin am Busbahnhof angekommen, habe den Motor ausgeschaltet und warte auf meine Abfahrt. Passen Sie ja auf, dass der Zeitzünder nicht verkehrt eingestellt ist. Ja, können Sie gleich nochmal die Uhrzeit durchgeben? Richtig. Wenn alle stehen. Das wird nie der Fall sein. Ja, Zentrale an alle, bitte die Uhrzeit auf 20.15 Uhr und 45 Sekunden stellen. 20.05 Uhr? Ist geschehen. 20.15 Uhr? 20, 15 und 45 Sekunden. Kann ich nicht umstellen, geht nicht, weil ich nämlich schon Dienstplan drin habe. Ist es mal denn jetzt zurückgestellt oder was dann? Korrekt. Du, das macht ja nichts. Das wird sich dann ja einklinken. 17.82 Uhr Zentrale. Hört. Ich bin jetzt auch am Busbahnhof und habe Pause bis 21 Uhr. Tja, schöne Pause, viel Spaß. Also der Stream war. Läuft gleich wieder weiter. Ich muss mal eben hier ein bisschen was umstellen. Angekommen. Bis gleich. Bitte höllisch auf, mir wurde Glatteis gemeldet, ungefähr auf 3/4 der Wegstrecke. Bitte montieren Sie sicherheitshalber ab Gletscherparkplatz Ihre Schneeketten. Sie können sowieso nicht mehr schneller wie 50 da hochfahren. Habe verstanden, ab 3/4 der Strecke Glatteis. So, da bin ich wieder mit dem Stream. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Ich habe es nämlich eigentlich noch mit aufgenommen gehabt. Und das war natürlich vielleicht der Fehler.
F01 an Leitstelle. Hört. Hier läuft so ein dicker Herr die ganze Zeit an der Verkehrsinse neben meinem Bus lang. Muss ich das jetzt noch 10 Minuten lang aushalten, oder? Das ist ein bisschen blöd. Was wollen Sie denn sonst machen? Wollen Sie ihn einsteigen lassen? Ja, das hatte ich ja, auch erst gedacht, ist aber leider kein Schnee, Marc. Dann lassen Sie ihn draußen. Ja, er musste erstmal die Frames nachladen. Tut mir leid, dass das jetzt so ein Problem ist. Und ich dachte, ich könnte das jetzt mit dem Open Broadcaster jetzt noch mit aufnehmen, aber das funktioniert leider nicht. Also wird das wahrscheinlich auf YouTube nicht sein. Also herzlich willkommen hier zu einem exklusiven Leitstellenfahrt hier, der ersten. Es wird wahrscheinlich noch eine weitere sein. Einem realen. Und bitte Funkdisziplin. Dankeschön. Ich bin hier neben mir nämlich noch am Let's Play. 30,90 für die Leitstelle. Für die Zentrale. Die Zentrale hört. Mich sprechen hier die ganze Zeit Fahrgäste an, dass angeblich der Zugverkehr zwischen Römerberg und Blaureuth unterbrochen ist, aufgrund mehrerer Notarzteinsätze. Sind genug Busse auf den 635 und 636 unterwegs, weil ich habe die jetzt alle darüber geschickt. Also bei mir sind sie alle auf dem Nachtverkehr, 3090, von dem her auf 61N und 60N ist die... ja, danke, Train. Wie schimpft sich das Bevölkerung gesichert? Okay, habe verstanden. Ich gebe es so weiter. Der Notarzteinsatz kann voraussichtlich noch 1 bis 2 Stunden dauern, laut den Fahrgästen. Verstanden, danke. Wagen 4001 an Zentrale, bitte kommen. 4001, ganz schnell, bitte. Wie schildere ich nochmal 60N? 96004. Danke, 96004, danke. Zentrale an alle, rechnen Sie aufgrund des soeben von 3090 erwähnten Personennotarzteinsatzes an dem Zugstrecke zwischen Blaureuth und Römerberg mit sehr hohem Fahrgastaufkommen. Bitte zur Not den Bus auch bis auf den allerletzten Stehplatz voll machen und wenn es nicht anders geht, auch in Gottes Namen vor die Abschrankung. Bitte, wenn das so sein muss und wirklich auch nur wenn es so sein muss, im größten Notfall, bitte dafür sorgen, dass Sie Ihre Spiegel noch sehen können. Und sorgen Sie dafür, dass Sie mir nicht jeden zweiten Laternenmast umfahren. Die Versicherung ist nur begrenzt haftbar in so einem Fall. Und denken Sie, geht es denn jetzt besser mit den Frameszahlen? Wäre nett, wenn das einer mal reinschreiben würde. Wie circa 10 weg. Ah ja, danke schön, dass es jetzt besser ist. Wunderbar. Oh, hallo Christian, dich kenne ich doch auch. Du bist auch ein treuer Abonnent von mir, ne? 30,90 für Zentrale. Hört. Ich wollte mich noch kurz vom Fahrzeug entfernen und eine Bockwurst essen gehen. Melde mich zurück, wenn ich wieder da bin. Sie sind doch auf Linie, habe ich mir sagen lassen, oder? Nein, 20,30 Abfahrt. Vom Busbahnhof. Haben Sie alle notwendigen Maßnahmen getroffen, 30,90? Ja, Feststellbremse, Motor aus. Haben dann erstmal Hallo und Wegrollen und Explodieren gesichert. Boah, diese Leitstelle, dieser Funk hier, du, der ist wieder. Vorbildlich 3090, Sie können wegtreten. 1401 an 3090, ja. Ich soll Ihnen von einem Stream-User ausrichten. Guten Hunger! Dankeschön, kann er was vorbeibringen, wenn er Zeit hat. Hier ist übrigens die Zentrale an sämtliche, die heute Abend im Stream zuschauen. Herzlich willkommen bei der absolut ganz tollen und hohen niveaulichen Leitstellenfahrt. Schöne Unterhaltung wünscht die Zentrale, die wo aus dem wunderschönen Baden-Württemberg kommt. Also bitte nicht, wenn mein schwäbischer Akzent durchkommt, bitte nicht verwundern. Die ja, Zentrale genau. Nicht 1103, 1782 bitte. 1782 hört. Was haben Sie eigentlich für einen Bus? Das habe ich vergessen. Darf ich das nochmal hören? Ein Solaris Urbino 15. Ach, Sie dürften keine Probleme kriegen. Ich hoffe es. 40, 25 bräuchte aktuelle Uhrzeit nochmal. Die aktuelle Uhrzeit für jeden, der sie nochmal kontrollieren will. Es ist 20.22 Uhr und 30 Sekunden. Danke. Bevor irgendjemand mal einen bösen Blick auf seine Funkuhr wirft, ich sage mit Absicht immer mal ein paar Sekunden mehr, als es tatsächlich ist, allein schon wegen der Verzögerung und der Einstellungen um sie. 40.01 an Zentrale, bitte kommen. Die Zentrale hört. Ich soll Ihnen von einem Stream-User ausrichten. Zentrale Beste! Zentrale Beste. Danke. Also liebe Leute, ich kann zwar lesen, aber ich kann nicht schreiben. Also wenn das mal ein bisschen länger dauert, dann tut's mir leid, aber so ist es halt nun mal.
Zentrale für 8308. Die Zentrale würde so tun, als ob sie hört. Entferne mich kurz vom Fahrzeug für Raucherpause, bin bereits in Blaureuth und warte auf Abfahrt um 20.30 Uhr für 61N. Verstanden, vielen Dank. Zentrale an alle, ich habe soeben mit der Polizei telefoniert, auf dem Autobahnteilstück zwischen Blaureuth und Zabelstein werden heute in unregelmäßigen Abständen mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wagen 4001 an Zentrale, verstanden, danke. Sind 82 an Zentrale, ebenfalls verstanden. Danke. 1, verstanden. Der Wagen 4025 hat's auch verstanden. Sind Sie sich da sicher, 4025? Ja. Jetzt geht's nämlich los, wir wissen doch alle, dass Freddy am Heizen immer ist, er ohne Ende. Jetzt wird's richtig interessant. Vom Bus, um die Bahnhofstoilette zu besuchen. Alles klar, verstanden, die Zentrale braucht mal kurz einen Schluck Kaffee. Jo, jetzt kann ich weiterarbeiten. Genau, um sie zockt, das kenne ich ja auch und das mache ich ja auch. Also die Punkte in Flensburg, die werden mir eh nicht gut geschrieben, weil ich habe eh keinen Führerschein. Also von daher ist es doch eh egal, oder? Hallo Lars. Da ich sowas auch zum ersten Mal mache, bitte ich auch ein bisschen um Nachsicht, sowas hier auch noch zu streamen und so weiter und so fort hier. Aber ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Wenn ja, dann schreit ihr jetzt alle mal schön in den Chat rein. Ja! Yeah! Ich bin wieder am Fahrzeug und genieße meine Bockwurst. Abfahrt 2030. Mahlzeit. Bringen Sie mir nachher was mit, wenn Sie am Büro vorbeikommen. Danke, mach ich. Kollege, bevor ich es vergesse, ich habe gerade nachgeguckt, ich habe die falschen Schneeketten mit. Ja, also mich verarschen? Was für Schneeketten haben Sie eingepackt? Jawohl! Ich habe die für den SL202. Das ist wunderbar. Die sind ein Schnarchzapfen, wissen Sie das? Nein, die waren schon drauf, die Schneeketten. Ist ja ein planmäßiges Gletscherfahrzeug. Die wollen mir gerade sagen, dass das Ding mit montierten Schneeketten in der Halle stand und das haben sie mir nicht gesagt, 3090? Habe ich vergessen. 3090 melden Sie sich nach Schichtende in meinem Büro. Abgeschlossen? Die Tür abschließen oder offen lassen? Von meinem Büro, die steht nachher sperrangelweit offen für Sie. Genau, rufen wir besser, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Und bewaffnen Sie sich mit Block und Stift. Das finde ich jetzt aber scheiße, dass ich den Thomas nicht höre, was er sagt. Warum? Ja, weil das so ist. Jetzt wollen sie alle wissen, was ihr... Also wie gesagt, die hören alles nichts, was ich hier sage. Immer noch Zentrale, aber sie hört? Gar nichts davon. Melde mich zurück im Fahrzeug. Dann herzlich willkommen zurück auf den Dienst. Dankeschön. Wagen 4001 an, Wagen 4042. Wer ist denn 4042? War das nicht Freddy? Nee, 4025 ist Freddy. Oh, 4025. Ich sollte ja schöne Grüße ausrichten von den Leuten auf meinen Stream. Hast du Pech gehabt? Ah, okay, dann freundliche Grüße zurück. Nee. Egal. Lass mal lieber wohl. Nee. Ich habe das ja so angekündigt gehabt. Und da ich ja so eine Sackratte bin, hau ich mir den zweiten Chat natürlich auch noch auf Monitor. Das heißt, jetzt würde ich aufpassen, was geschrieben wird. Oh ja, jetzt geht's nämlich richtig zur Sache, glaube ich, ne? Die Zentrale muss leider den tollen Verlauf dieses Abends unterbrechen. Es gibt ein kleines Problem. Und zwar betrifft es alle Fahrer auf den Linien 60N, 61N und 62N. Das ist so ein... leider Gottes die halbe Fahrerschaft und mehr. Oh, in der Haltestelle Waldschlösschen, Fahrtrichtung Stadtauswärts Römerberg. Da ist in der Einfahrt leider Gottes ein Taxi, hat sich da ein bisschen... nicht so richtig für die Straßenverkehrsordnung verhalten. Das bedeutet, dass die Einfahrt zur Haltestelle Waldschlösschen gesperrt ist. Bitte langsam an der Haltestelle vorbeifahren und in Gottes Namen rückwärts reinrangieren von hinten. Und dann natürlich auch vorwärts wieder raus. Die Einfahrt Waldschlösschen ist in Fahrtrichtung Stadt Auswärts Römerberg gesperrt. Jetzt geht's schon wieder los. Bitte an die Haltestelle reinrangieren und bitte passen Sie bloß auf und nehmen Sie notfalls Waldschlösschen. Vielen Dank. 1401 an Leitstelle, hab verstanden, werde aber das Taxi vorzeitig von der Straße schieben. Muss man irgendwas an meinem Stream anpassen. Stadt Auswärts Römerberg heißt in Richtung Zabelstein? Ja.
Verstanden. Häfen fern Zentrale. Ja. Wie war die 60er-Nummer zu schildern, wenn ich 6004 eingebe? 96004. 9 an den davor. Wagen 4001 an Leitstelle, bitte kommen. Ach ja, Zentrale, Entschuldigung, Zentrale. Die Zentrale, die leider Gottes immer Leitstelle genannt wird, hört? Ich fahre jetzt dann langsam mal los zur Abfahrtshaltestelle hier am Zopp und naja, man hört sich dann später wieder, wenn ich das Auto weggeschoben habe hier am Waldschlüssel, ne? Versuchen Sie nach Möglichkeit wenig Kratzer zu verursachen. Jeder Kratzer verursacht unnötigen Papierkram, den Sie dann persönlich in meinem Büro ausfüllen. Das ist ein privater Bus, also von daher keine Panik. Warum weiß ich davon nichts? Ist der Bus privat? Ist der genehmigt von uns? Ja, es ist meiner. Liegt da eine Genehmigung von meinem Verkehrsbetrieb? Ja, schönen Gruß aus der Werkstatt. Alles klar, vielen Dank, das wollte ich nur wissen. Die 1104 an die Zentrale. Die Zentrale hört. Ich fahre jetzt zur Einstiegshaltestelle am Busbahnhof. Dann tun Sie das mal. Fahren Sie vorsichtig. Zentrale für 3808. Hört. Ich bitte um Verzeihung, Zentrale für 8308. So, los geht's. Hallo. Ich bin nun wieder im Fahrzeug und nehme nun Fahrgäste auf für die 160N. Verstanden. Sie müssen aber ein bisschen lauter sprechen, ich verstehe es sonst nicht. So laut hier, funkt die ganze Zeit. Oh, die Zentin habe ich gerade nicht gehört. Den Funkspruch nochmal bitte. 247 an Zentrale. Den muss ich noch lauter stellen. Ich? Zentrale hört? Nö, noch habe ich nichts getrunken, aber gleich, gleich während der Fahrt wird das passieren. Als 61N? Als 61N. Jawohl, verstanden, gute Fahrt. Danke. Also ich habe definitiv Twitch-Probleme. Ja, korrekt. Steht schon neben mir. Ist auch schon geöffnet, aber ihr wisst doch, während der Fahrt darf nichts getrunken werden, ne? So sagt man halt, ne? Aber trotzdem Prost, Jungs. Und danke fürs Zusehen. Ich muss noch mal kurz etwas sagen. Sämtlicher Alkoholgenuss ist in offizieller Seite natürlich strikt verboten. Es sei gerade ausgetimt. Hast du eventuell einen kleinen Blick auf deinen Open Broadcaster? Worauf habe ich was? Einen Blick auf Open Broadcaster auf dem zweiten Monitor? Nee, ich habe nur meinen Twitch-Kanal jetzt gerade offen. Okay, weil der schmeißt gerade bei mir haufenweise verworfene Frames. Das heißt, 20% des Bildes gehen bei mir komplett verloren. Ja, das war bei mir vorhin bei 3%. Ich habe einfach die Aufnahme, die auf der Festplatte gespeichert werden soll, ausgeschalten. Ja, warte mal. Ach ja, stimmt, das Fahrerfenster. Wenn man am Rauchen ist und am Trinken ist während der Fahrt, dann sollte man das Fahrerfenster öffnen, ne? Upsala, man sollte dabei aber auch noch auf die Straße gucken. Boah, krieg ich einen Unfall. 61 18 an Zentrale. Zentrale hört. Für 61. Wäre es bald passiert? Ja. Melde jetzt die Abfahrt von Grafeneck 60N Nightliner Römerberg Zopp mit 8 Minuten Verspätung und dafür Römerberg Weidacher Höhe Stau. Verstanden. Trotzdem versuchen Sie die Verspätung halbwegs reinzuholen. Ja, Fahrerfenster ist offen. Danke für den Hinweis. Und nein, es regnet aktuell nicht mehr. 8308 an Zentrale. Wer hat die Zentrale gerufen? Die 8308. Hört? Ja, jetzt darf ich in eine Umfahrung beim Waldschlösschen fahren, da kriege ich ja richtig Panik hier. Und dann rückwärts reinfahren hier, meine Fresse, ey, da ist wieder das Gleiche, immer das Gleiche. In meiner Vordertür ist der linke Türflügel sehr langsam beim Schließen. Ich hoffe, das wird sich im Laufe der Fahrzeit nicht verschlechtern. Ich wollte es noch ja, mal. Natürlich ist es kalt. Wenn es warm wäre, wäre schlecht, ne? Schalten Sie die Tür auf drucklos und sperren Sie sie. Oh, hier ist auch zu warm in der Karre, fällt mir gerade ein. Wir haben 27 Grad hier. Wagen 4001 an Leitstelle, bitte kommen. Zentrale, bitte kommen. Hört. Ich habe ein leichtes Temperaturproblem. Ich habe die Standheizung wohl zu lange angehabt. Ich habe jetzt eine Sauna, die ich mit mir rumfahre. Die Fahrgäste sind sich schon ein bisschen am Beschweren. Naja gut, dann tun sie halt die Fenster ein bisschen aufmachen. Ja, ich habe die Dachfenster jetzt schon geöffnet. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Wird schon schief gehen. Also sollten nur Beschwerden kommen, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Die werden einfach nur ihr zentrale Ende. Nö, das Baby wird nicht so schnell warm.
Ich habe ja einen Kühlschrank mit. Genau, der Mann, ich krieg gleich wieder Soleier. Jawohl. Die 1101 an Zentrale nochmal bitte. Hört. An welcher Haltestelle waren die Vorkommnisse mit dem Taxi? Am Waldschlösschen. Die Vorkommnisse sind aber wahrscheinlich nur. Das so kann ich euch zeigen. Ich zeige euch mal. Das ist hier unten. Da seht ihr den Feuerlöcher. Und daneben ist so ein kleiner Kühlschrank drin. Da geht genau ein Bier rein. Ja, Sie kriegen schon Ihren Fahrschein. Eine Sekunde bitte. Ich will mich auch mit den Leuten am Livestream hier ein bisschen unterhalten. Hier, verdammte Scheiße. Bitteschön. Zentrale für 4001, bitte. 4001, hört. Sorgen Sie mal dafür, dass Sie die Linie ein bisschen flüssiger fahren. Wieso? Ich stehe halt gerne lange. Schnauze da hinten. Jetzt guckt die Zentrale auch schon bei mir zu. 4025, was passiert? Ich bin gerade ein bisschen angenervt. Sollen wir den Ordnungsdienst schicken? Ja, das passt schon. Genau. Und die 1101 nochmal an die Zentrale. Ja. Ist auch alle, weil ich noch bin gleich an der Haltestelle Postsiedlung. Mein Bus ist zu ca. einem Viertel gefüllt. Klingt gut, 1101. User entered your channel. Reiß dich 90 für Zentrale. Hört. Ich befinde mich schon an der Manowka-Straße und mein Bus ist komplett überfüllt. Mit Fahrgästen zum Gletscher, ist denn noch ein zweiter Bus aus dem Gletscher Express unterwegs, der mir folgen könnte, weil ich habe schon Fahrgäste stehen lassen. Im Moment haben wir keinen Zentrale, ist noch irgendjemand am ZOB gerade noch, der noch Leerfahrt hat. Es ist immer das Gleiche. Ich habe noch kleine Probleme mit Römerberg, könnte mich dann gleich darum kümmern, Wagen 1103. Okay, 1103, Sie sind nachher verpflichtend auf 863 eingeteilt, Sie fahren den Gletscher Express hinter rein. Bitte noch einmal wiederholen. Sie sind nachher auf Umlauf 863 verpflichtend eingeteilt. Sie fahren dem Gletscher Express hinterher. Verstanden. Ist denn der Umlauf 862 besetzt? Nein. Generell, weil ja. Ich glaube, der wäre erstmal wichtiger zu fahren. Mann, wir brauchen ja einen dahinter. Mann, du verdammter Penner, jetzt sieh doch mal zu, dass du da vorne wegkommst hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier, du. Grüne wird's nicht mehr. Die 1101 nochmal an die Zentrale. Hört. An der Haltestelle Postsiedlung ist. Trotzdem, Tischer, der ist doch nicht normal. Da geht Manfred hier seelenruhig vor sich hin hier. Dann weißt auch du? Entsprechend zu notieren. Wagen 4001 an Leitstelle. Der Zentrale, bitte kommen. Zentrale hört für 4001 hört sie. Ich brauche einen Bagger bei der Ampel Richtung Postsiedlung, ja? Ein Manfred, der bewegt sich nämlich nicht schnell genug über die Scheißkreuzung. Ich musste eine Ampelphase überspringen schon hier. Ja, wir schicken Ihnen einen Rambock. Ja, oder so. 4001 Ende, danke. Zentrale Ende. Die 8303 findet den Rambock gut. Die Zentrale ist auch dafür besorgt, dass die Fahrer auch anständig fahren. Boah, kannst mal ein bisschen schneller zum Bus latschen. 1782, Herr Zentrale. Hört. Meine erste Tür lässt sich nicht mehr schließen. Dann machen Sie manuell zu und sorgen Sie dafür, dass Sie weiterfahren. Oh, okay. Was haben Sie für einen Bus 1782? Immer noch einen Solaris OP 15. Muss ich mir jetzt echt mal aufschreiben, ich vergesse das sonst noch. Guten Tag. Ja, ist ja heiß drin. Ja, mein Gott, ich hab doch hier schon die Fenster alle offen hier, meine Fresse, ey.
Wagen 1103 an Zentrale bitte kommen. Zentrale hört für 1103. Mir werden keine Umläufe angezeigt. Woran könnte das liegen? Haben Sie eine Zugriffsverletzung gekriegt? Eigentlich nicht. Haben Sie im OMSI einen TT-Data-Ordner? Da muss ich mal gucken. Ja, da hat die Tür gezittert. Wo genau? Da war ein Manfred zwischen eingeklemmt. Maps-Ordner von Römerberg. Ja, hab ich. Hast du Karte ohne Russland gemacht? Sorry, dass ich so dazwischen rede. Hast du es eigentlich nur. Haben Sie es eigentlich nur reinkopiert oder haben Sie es den alten Ordner vorher gelöscht? Ich hab noch ich hab noch V2 installiert. Ja, und Sie haben den Römerberg Maps Ordner nicht gelöscht? Nein. Dann bin ja immer noch in Römerberg unterwegs. Das könnte jetzt noch ein bisschen am Großen sein, ja? Ja. Gut, dann machen Sie das mal. Wird gemacht. 83031 Zentrale. Hört? Eine Parallelinstallation von Römerberg V3 und V2 ist möglich, da der Name jeweils abweicht. Ist das so? Da bei mir generell beide Maps noch vorhanden sind und fahrbar sind. Okay, Zentrale an alle. Ist irgendjemand in der Lage, dem Kollegen dort zu helfen auf dem 1103, warum der keine Umläufe sieht? Vielleicht hat er 3964,1. Eventuell fehlt der Ampelsplines, die gefordert sind. Jetzt geht, ihr könnt doch nicht das alle abbauen hier, das geht noch bis 23 Uhr, verdammte Scheiße. 1103 an Zentrale wird gemacht. Danke. ...3090 an Zentrale. Wer will die Zentrale? 3090. Hört. Die Baustelle in Baach ist zurzeit nicht umfahrbar. In Baach kann man ja... muss man ja rechts abbiegen und dann wieder links auf die Hauptstraße zukommen. Man wird momentan nur links lang geleitet, ein Verkehrsunfall passiert ist. Und du, hör auf zum Hupen da hinten, da! Nur das aber... Das ist aber schlecht. Okay, ich werde mich mit der Polizei in Verbindung setzen, warum ich davon noch nichts weiß. Vielen Dank. 3090. 1782 kommt man an die Zentrale. Zentrale hört. Meine Tür lässt sich nur nicht mehr öffnen, so werde ich keine Fahrgäste aufnehmen können. Ja, hab ich schon im Kopf, Christian. Hab noch keinen Fahrgäste. Soll ich noch schnell einen neuen Bus holen? Ich hab noch 20 Minuten Zeit. Dann machen Sie das. Wenn Sie noch Zeit haben, dann holen Sie einen neuen Bus. Okay, ich bin unterwegs. 1101 an Zentrale. An der Kreuzung mit der abweichenden Vorfahrt nach rechts zwischen. Also bei mir leckt da gerade gar nichts mehr. Ein Autounfall. Ich guck aber mal. In entgegengesetzter Fahrtrichtung. Man kann mit dem Bus den Unfallort allerdings umfahren. Ich bitte trotzdem, dies an die Polizei weiterzugeben. Verstanden, wird sofort geschehen. Also ich habe keine Lecks mehr. Also es gibt keine Frames, die nicht. Die lecken gerade. Also die da verloren gegangen sind. Zentrale an alle nochmal. Und zwar betreffend der Straßensperrung in Baach. Man hat zu mir gesagt, dass der Unfall sehr, sehr schnell beseitigt wird und dementsprechend die Busse planmäßig auf dem rechten Abschnitt fahren dürfen. Für Autos ist diese Straße gesperrt. Sprich, sobald die Möglichkeit wieder besteht, schauen Sie einfach kurz in die Straße hoch. Sie können den Unfall sehen. Dann fahren Sie rechts hoch, wenn alles wieder frei ist. Ansonsten fahren Sie links dran vorbei unter Vorbehalt. Und passen Sie bitte auf. Zentrale Ende. 1401 und Zentrale. Bitte, was war das nochmal? In Baach eine halbseitige Straßensperrung. Sie kennen die Baustelle in Baach 4001? Ja. Dort ist ein Unfall passiert auf der planmäßigen Spur, für die der Linienweg verläuft. Die Polizei leitet im Moment noch den linken Bereich, weil der rechte gesperrt ist. Okay, verstanden, danke. In den nächsten 5 Minuten sollte das aber geräumt sein und Busse dürfen dann als einzige Fahrzeuge durchfahren. Guten Abend. User entered your channel. 1782 wiederholt an die Leitstelle. 1782, funken Sie mal nicht so oft, was gibt's? Im letzten Versuch auf dem Betriebshof die Türe nochmal zu öffnen zum Aussteigen hat sie wieder funktioniert.
Sie nehmen trotzdem einen neuen Bus. Herr Standel. Während Sie den in die Werkstatt, schreiben Sie noch schnell einen Zettel, dann geben Sie, nehmen Sie sofort den nächsten. Nehmen Sie am besten...